Gas der Schiene. Da kann man nur sagen, da werden sie abheben. Und da hat er recht. Ein fast täglicher Kraftakt am Fuß der Spessartrampe. In Laufach bekommt der Erzzug von Moers nach Linz an der Donau Schubunterstützung durch 151-084. Wir schreiben das Jahr 2003 und gerade hat die Baureihe 151 auf allen drei deutschen Mittelgebirgsrampen den Schiebedienst angetreten. Damit ist das Schlusskapitel der bald 40 Jahre währenden Geschichte dieser schweren Güterzuglok der Deutschen Bundesbahn eingeläutet worden. Zusammen mit den beiden Schubloks sind nun im kleinen Bahnhof Laufach kurzzeitig insgesamt 4 der schweren Güterzugloks versammelt. Fast 4 Jahrzehnte nach Indienststellung der ersten Maschinen sind immer noch 151er auf Nord-Süd-Relationen, den Strecken der ehemaligen Deutschen Bundesbahn, mit schnellen Güterzügen unterwegs. Heute im aktuellen Farbkleid in Verkehrsrot, das jedoch nicht über die althergebrachte Technik hinwegtäuschen kann. Deswegen ist die 151 genauso wartungsintensiv wie die 15 Jahre ältere 110, die ihr hier auf der Fulda-Brücke in Guntershausen zwischen Bebra und Kassel begegnet. Im Jahr 1993 hatte das damalige Reichsbahn-Ausbesserungswerk Dessau mit Sonderarbeiten zur Schadensbehebung an den Lokrahmen der 151 begonnen. Neue Untersuchungsmethoden konnten schließlich gefährliche Risse schon im Anfangsstadium entdecken, so dass es aus Sicherheitsgründen im Jahr 1994 zur Abstellung von rund 100 Loks der Baureihe 151 kam. Alle damals noch vorhandenen 4 E-Lok-Ausbesserungswerke beteiligten sich an den mit einer Rückrufaktion verbundenen Sonderarbeiten.